Hallo zusammen, Martin Rief. Es geht in diesem Video darum, mal zu schauen, wie lange haben wir denn tatsächlich, wie effizient können wir arbeiten, wie gut können wir unsere tägliche Arbeit erledigen, wenn wir unser ZEP richtig eingerichtet haben. Ich bin jetzt hier in meinem Backoffice drin und wir sehen heute, also heute ist der 22. September 2017, das seit also gestern hier eine Änderung gemacht wurde. Es wurde etwas übersichtlicher gestaltet, nämlich hier oben haben wir Menüs angeordnet, die bisher auf der linken Seite zu finden waren. Es ist also jetzt nach Thema geordnet. Alles, was mit Bitcoin-Produkten zusammenhängt, ist hier, also zum Kaufen. Ich klicke das mal auf, wenn jemand Bitcoin-Pakete kaufen möchte. Oder zum Beispiel auch dieses PIF, dieses Paying Forward. Also wenn jemand zum Beispiel ein Bitcoin-Paket einem persönlich eingebrachten Teampartner schenken möchte, dann kann er es ihm über diese Funktion zukommen lassen. Hier haben wir dann alles im Zusammenhang mit den Advertising-Produkten. Hier kann man also Werbeprodukte kaufen, auch die Credit Pack, und man kann auch diese Credit Pack einem Teampartner senden, quasi schenken, vielleicht auch als Starthilfe. Dann hier haben wir den Ad-Spinner. Hier haben wir alles drin, was wir brauchen, um die Werbung zu verarbeiten. Und dann in einem weiteren Menü alles, was mit Support zusammenhängt. Also, jetzt geht es also um diesen Ad-Spinner. Schauen wir mal. Das oberste Menü ist, da können wir uns in den Ad-Spinner, in das Menü bewegen. Dann haben wir hier den Chrome Extension, den brauchen wir ja, um diese Werbung richtig zu verarbeiten. Und wir sehen hier oben, der ist installiert. Das ist okay. Dann haben wir die Ad Spinner History, also die Kontrolle, ob die ganzen Werbungen auch korrekt dann verarbeitet wurden. Und wir haben das Menü AdPress. Hier kann man diese interne WordPress-Seite installieren. Wenn man hier draufklickt, kommt man dann auf dieses Menü. Ich habe das bereits gemacht und es gibt, wie man diesen Chrome Extension installiert und wie man diese interne WordPress-Seite installiert, einen separaten Video von mir. Jetzt einfach zur Sicherheit gehe ich noch mal kurz in mein Profil rein und wir schauen zusammen, ob das alles hier richtig eingetragen ist. Also wir haben diesen Twitter-Account hier drin, wir haben das Facebook-Konto drin und wir haben eben diese interne WordPress-Seite auch drin. Also alles Paletti, alles gut und demzufolge können wir jetzt schauen, wie das jetzt geht mit diesem Adspinner. Jetzt, damit wir mal richtig schauen, wie lange geht das überhaupt, habe ich hier eine Stoppuhr und ich klicke jetzt einfach mal Start und dann legen wir los. Etwas habe ich noch vergessen und zwar habe ich ja diesen separaten Video gemacht, wo wir auch diese App von der Adwork-Plattform aufs Handy heruntergeladen haben, respektive wie wir unser Handy einrichten, damit wir ganz effizient arbeiten können und immer die Übersicht haben. Und hier ist jetzt eben diese App hier, die haben wir heruntergeladen aufs Telefon. Das würde ich dringend empfehlen. Auch dazu, wie gesagt, einen separaten Video, wie man das macht hier. Und jetzt benutze ich persönlich eben immer diese App, weil dadurch brauche ich nicht diese Bilder anzuklicken. Gehen wir hier rein und hier haben wir eben diesen Captcha-Code. So, und jetzt können wir starten. Ich mache jetzt mal hier Start und gehen wir hier und gehen diese erste Textwerbung anschauen.
Jetzt hier sehen wir hier eben, hat man die Möglichkeit, Bilder anzuschauen oder eben diesen Captcha-Code hier einzugeben auf dieser Zeile. In der Realität habe ich natürlich das Handy immer bei mir dann auf dem Herzlich Schreibtisch willkommen. Sie interessiert. und lese dann diesen jeweiligen Captcha-Code einfach ab. Der wechselt alle 30 Sekunden. Vier acht vier, hier eingeben. Nächste 549. Wenn man einen Bildschirmschoner installiert hat oder respektiv so programmiert hat, dass der von Zeit zu Zeit dann kommt auf dem Handy, dann ist es zu empfehlen, dass man regelmäßig einfach das Handy mal berührt. Wenn dieser Bildschirmschoner kommt, muss man ja dann das Handy quasi neu, also quasi neu, wie sagt man, einfach draufklicken und so und verliert einfach ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir also drei Werbungen angeschaut. Jetzt kommen wir bereits zu dem Twitter. 381. So. Der hat jetzt nicht funktioniert, offensichtlich. Gehen wir zurück. Das passiert natürlich in der Praxis aus. Darum ist das auch okay so. Holen wir den nächsten. 381. Jetzt haben wir hier eine Situation. Machen wir halt einmal diese Bilder kurz. So. Und retweeten. Und ich folge jetzt auch dieser Person. Machen wir das da, was hier, zum Beispiel diese hier. 475. Hier können wir Nahrungsergänzung, okay. 855. Ah, das ist wieder eine, die nicht geht. In den meisten Fällen, wenn etwas nicht funktioniert bei den Twittern, ist es eben so, dass derjenige, der die Werbung dort platziert hat, da irgendetwas verkehrt gemacht hat. So, dann folgen. Man kann auch einfach schließen, wenn man nicht folgen möchte. So, dann haben wir also die Twitter auch erledigt. Ich habe jetzt hier sechs, ich habe vorhin schon drei gemacht von den Werbungen, also es sind jetzt drei, jetzt kommen wir zu den Facebook. So, dann habe ich hier, bin ich Mitglied in verschiedenen Gruppen, wo es um Werbung geht. Das kann man machen. Ihr seht, hier kommt, wenn ich wäre, nur die ersten drei Buchstaben gebe, kommen die ganzen Werbegruppen, wo ich drin bin. Jetzt gehe ich einfach und mache mal diese Werbung hier in eine Werbegruppe rein.
Mache ich eine andere Werbegruppe. Werbung ohne Ende, okay. Jetzt kann man natürlich auch, klar, man kann das auch auf dem persönlichen Profil hinterlegen, wenn man findet, das passt jetzt irgendwie dorthin. Was haben wir denn hier? Ich mache jetzt das mal in meinem persönlichen Profil. Bitcoin etwas, okay, warum nicht? So, jetzt haben wir also bereits 9 gemacht. Jetzt kommen wir zu diesen Links. Machen wir hier eine. Jetzt eben, weil wir diese interne WordPress-Seite haben, klicken wir hier diese grüne Schaltfläche. Dann klicke ich hier drauf, auf diese Adresse. Man kann das auch gleich kopieren. Und jetzt kopiere ich diese. So. Kopieren, gehe zurück auf Tab, Confirm, eingeben. Nächste. So, jetzt habe ich diese kopierte immer noch quasi gespeichert und brauche ich also nicht mehr zu kopieren. Das geht dann bereits schneller das zweite Mal. Machen wir noch hier, also man sieht diese Links. Und dann hier oben einfach immer auf die Tab-Seite zurückgehen und dann gleich Confirm, einfügen, fertig. Und wir haben unsere 12 Werbungen gemacht. Schauen wir mal, wie lange das gedauert hat. 8 Minuten. Also wir sehen, wenn wir gut eingerichtet sind, können wir das bereits also wirklich in 8 Minuten erledigen, 9 Minuten. Also sicher unter 10 Minuten und ja, das heißt, wir können, wenn wir gut eingerichtet sind und eben auch mit dieser App arbeiten, dann können wir wirklich auch ein paar Minuten sparen pro Tag und ja. Ja, also, das war es, 12 Werbungen in 8 Minuten. Gut eingerichtet heißt halb gewonnen. Ich wünsche euch viel Erfolg.